Sehr verehrter Herr Bundespräsident Gauck, lieber Kollege Dekan Koller, Abgeordnete aus den Stadt- und Landesparlamenten, Rektoren, Altrektoren, Kolleginnen und Kollegen, Spektabilitäten, liebe Studierende, Mitglieder, Angehörige und Gäste unserer Universität. Ich heiße Sie heute herzlich im Auditorium Maximum der Ruhr-Universität Bochum zum ersten Vortrag der Max Imdahl Gastprofessur an der Ruhr-Universität zu begrüßen. Wir erinnern uns noch lebendig, Herr Gauck, an Ihren Vortrag im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Ruhr-Universität, den Sie an dieser Stelle 2015 gehalten haben. Ich freue mich außerordentlich, dass wir ein weiteres Mal eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die bis heute den gesellschaftlichen Diskurs mit wegweisenden Beiträgen immer wieder entscheidend mitprägt. Seit 2015 hat sich die Lage in Deutschland und der Welt entscheidend verändert. Die Achtung vor der Wissenschaft, die akademische Freiheit und der Umgang der Menschen miteinander haben sich nicht zum Besseren verändert. Die Universitäten haben als Orte des intensiven gesellschaftlichen Diskurses heute eine unverzichtbare und sehr anspruchsvolle Aufgabe. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie als unsere Gäste auf eine weitere Veranstaltung hinweisen, mit der wir diese Diskussion weiter fortführen, nämlich den Vortrag des Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Herrn Dr. Michael Blume, am 10. Dezember im Veranstaltungszentrum über Medien und Antisemitismus, zu dem das Institut für Religion und Gesellschaft herzlich einlädt. Erlauben Sie mir einige Worte zur Max Imdahl Gastprofessur. Laut Statut schafft die Ruhr-Universität Bochum mit der Max Imdahl Gastprofessur einen akademischen Wirkraum für Persönlichkeiten der Zeit, die Maßgebliches geleistet haben für die Einheit des Wissens und unserer Gesellschaft. Benannt nach dem ersten Ordinarius für Kunstgeschichte der Ruhr-Universität steht sie auch für Öffnung und Befreiung. Max Imdahl hat Kategorien der Philosophie, der Ästhetik, der Geschichte und der Theologie auf seinen Gegenstand, das Kunstwerk, angewandt. Imdahl begriff Kunstgeschichte als eine Wissenschaft der Erfahrung von Kunst. In konsequenter Weise äußert sich diese Überzeugung unter anderem in seinem Bemühen um die Vermittlung von Kunstverständnis. Mit dem Aufbau der Sammlungen der Ruhr-Universität ermöglichte er Studierenden den direkten Kontakt, den direkten Zugang zur aktuellen Kunst und ihrer Vermittlung. Seine Gespräche mit Künstlern, Kollegen, Studierenden, aber auch vermeintlich weniger kunstaffinen Menschen sind legendär und haben Standards gesetzt. Ich zitiere exemplarisch aus Imdahls 1982 erschienenem Band »Arbeiter diskutieren moderne Kunst«, Zitat Anfang: »Ich will Sie nun nicht zu überzeugten Anhängern der modernen Kunst machen, aber vielleicht gelingt es, dass wir zusammen etwas diskutieren, das Ihnen dann vielleicht am Ende die Bilder nicht gefallen werden, aber dass Sie sie auch nicht mehr für hellen Unsinn halten.« Lieber Herr Gauck, hier möchte ich anknüpfen aus Ihrer nachdrücklichen Festrede 2015. Uns ist ein zentraler Satz im Gedächtnis geblieben, Zitat Anfang: »Wenn wir genau hinschauen, wohnt auch der Wissenschaft bei allem gebotenen Ernst etwas Spielerisches inne. Studierende brauchen Freiräume, damit Neugier, Kreativität und Fantasie sich entfalten können. Sie brauchen Freiräume, um auch abseits der vorgegebenen Wege nach geistigen Schätzen zu suchen und ihre Begeisterung für die Forschung zu entdecken.« Diese Worte haben mich stets an die Herangehensweise von Max Imdahl erinnert und deswegen stehen Sie ebenfalls in dieser Tradition von Interdisziplinarität und Dialog zwischen den Generationen, den Kulturen und den Milieus. Sie gelten als Brückenbauer zwischen Ost und West in Deutschland und Europa. Mit rhetorischer Kraft, einem Gespür für Gesten und kontroverse Positionen haben Sie Maßstäbe für politische Amtsträger gesetzt. Ich darf nun einige
Stationen aus dem Lebensweg von Joachim Gauck vorstellen. Er galt schon direkt im Anschluss an seine Wahl zum 11. Bundespräsidenten als der viel zitierte Präsident der Freiheit. Und tatsächlich stand er wie kaum jemand anderes so sehr für dieses zentrale Thema, dass er mit unermüdlichem Engagement in seinem öffentlichen Wirken bis heute prägt. Immer ist seinem Freiheitsbegriff das Wissen über die damit verbundene Verantwortung immanent. So schreibt Joachim Gauck, Zitat, die Freiheit als Sehnsucht hatte eine verlockende Kraft. Sie war ungeschmälert schön. Die Freiheit als Wirklichkeit ist nicht nur Glück, sondern auch Beschwernis. Zitat Ende. Joachim Gauck reflektiert Freiheit immer eingedenk ihrer Abwesenheit. Warum dieses Thema für ihn derart zentral ist, leitet sich aus seiner eigenen Lebensgeschichte ab. Wer Freiheit vor dem Erfahrungshintergrund von Diktaturen betrachtet, bekommt einen ganz eigenen Bezug zu ihr. Joachim Gauck wurde am 24. Januar 1940 in Rostock geboren. Seine frühe Kindheit verbrachte er im mecklenburgischen Wustrow. Nach dem Theologiestudium war er für die evangelisch-lutherische Landeskirche Mecklenburgs tätig, viele Jahre davon als Pastor. Er gehörte zu den Gründern der Bürgerbewegung Neues Forum in seiner Heimatstadt Rostock und leitete dort die Friedensgebete, aus denen letztlich die Demonstrationen gegen das DDR-Regime 1989 hervorgingen. Der Pastor Joachim Gauck war auch Objekt des Ministeriums für Staatssicherheit. In seinen Akten konnte er später lesen, dass er, Zitat, ein unbelehrbarer Antikommunist sei. Die besondere Gefährlichkeit, so notierte einer der ihn überwachenden Stasi-Offiziere, liegt in der zielgerichteten Breitenwirkung sowie seinem anmaßenden und frechen Auftreten. Dass die Kirche der DDR der einzige Ort war, in dem die Staatsmacht an ihre Grenzen stieß, ist in den Jahrzehnten seit der friedlichen Revolution nahezu vergessen. Nach dem Fall der Mauer wurde Joachim Gauck im März 1990 Abgeordneter der frei gewählten Volkskammer. Von 1990 bis 2000 war er Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Hier knüpft ein zentrales Moment seines Freiheitsverständnisses an, das der Erinnerung. Als Joachim Gauck und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor nun fast 30 Jahren die Hinterlassenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit vorfanden, entdeckten sie 6 Millionen Personendossiers. Gauck wurde zum Kurator über Akten, die von der Unfreiheit in der ehemaligen DDR zeugten. Er engagierte sich im Verein gegen Vergessen für Demokratie, welcher historische Erinnerungsarbeit mit dem konkreten Einsatz für die Demokratie verbindet. Seine Themen sind Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Verbrechen, dem Unrecht des SED-Regimes und verschiedener Formen des politischen Extremismus. Am 18. März 2012 wurde Joachim Gauck mit großer Mehrheit zum 11. Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Als parteiloser Kandidat eine bedeutsame Würdigung seines Lebenswerks. Auch in seiner Amtszeit ermutigte er die in Deutschland lebenden Menschen, ihr Leben aktiv als Bürger zu gestalten und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In seiner Amtszeit, die von einer streitenden Koalition und einer lähmenden Eurokrise geprägt war, wirkte Joachim Gauck immer empathisch, besonnen und authentisch. Er wurde mit zahlreichen Ehrungen und Preisen ausgezeichnet, die ich angesichts ihres Umfangs an dieser Stelle nicht aufzuzählen vermag. Mit dem Abschluss seiner Präsidentschaft endete jedoch nicht sein Engagement für die zentralen Fragen unserer Zeit. Eng verknüpft mit dem Freiheitsbegriff ist seine Auseinandersetzung mit dem Thema Toleranz, die in seinem im Juni 2019 erschienenen und viel diskutierten Buch Toleranz einfach schwer hinterfragt, wo die Grenzen eben dieser erreicht werden. Die heutige Vorlesung greift diese Fragen ebenfalls auf und steht unter dem Titel Die plurale Gesellschaft, Gewinn und Verunsicherung. Themen wie Freiheit und Toleranz
müssen in dem komplexen Spannungsfeld unterschiedlicher Lebensentwürfe und Wertvorstellungen einer diverser werdenden Gesellschaft immer wieder verhandelt werden. Sie zu wahren und zu pflegen, ist aus Joachim Gaucks historischer Perspektive heraus eine zentrale Aufgabe. Einerseits feiern wir in diesem Jahr wichtige Jubiläum der Einigung und des Friedens. Im Mai vor 70 Jahren hat sich die Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz gegeben. Vor wenigen Tagen jährte sich der Mauerfall zum 30. Mal. Andererseits erleben wir das Erstarken populistischer Parteien, Debatten in der Migrationspolitik. Wir diskutieren die Rolle des Islams in europäischen Gesellschaften und stellen fest, dass die zunehmende Digitalisierung Begriffe wie Freiheit und Toleranz auf immer wieder neue Prüfstände stellt. Vielleicht ahnte Joachim Gauck schon vor 10 Jahren, als er seine Erinnerungen Winter im Sommer, Frühling im Herbst schrieb, dass die neu gewonnene Freiheit 20 Jahre zuvor auch eine Bürde sein konnte. Zitat: Mag sein, dass Jahre kommen, in denen die Freiheit noch mehr an Glanz verliert. Mag sein, dass uns ungewohnte Lasten auferlegt werden. Mag sein, dass ein allgemeiner Verdruss das Land noch mehr einhüllt. Aber ich werde mich erinnern, wir haben sie ersehnt, sie hat uns angeschaut, wir sind aufgebrochen und sie hat uns nicht im Stich gelassen, als uns in der Freiheit neue Herausforderungen begegneten. Es kann nicht anders sein, sie wird mir immer leuchten. Sehr geehrter Herr Gauck, mit der Max-Imdahl-Gastprofessur möchten wir als Universität in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringen, dass wir unseren Auftrag als Institution der Gesellschaft auch darin sehen, Bildung, Verstehen und Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln. Es ist deshalb wohl kaum eine andere Persönlichkeit berufener als Sie, diese Gastprofessur zu übernehmen. Sprachgewandt und mit großem Engagement setzen Sie sich für die Werte unserer demokratischen Gesellschaft und die Offenheit in der Debatte ein, mit Mut und Entschlossenheit, ohne Ressentiments, sondern mit Freimut und Besonnenheit. Sehr geehrter Herr Gauck, im Namen des Rektorats und der gesamten Universität heiße ich Sie herzlich an der Ruhr-Universität willkommen und freue mich auf Ihren Vortrag heute und eine lebendige Diskussion im Rahmen unseres Kolloquiums morgen. Vielen, vielen Dank. Nun darf ich Kollegen Koller nach vorne bitten, um mit ihm zusammen die Urkunde zu übergeben. Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, Magnifizenz, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Max Imdahl zwischen 1965 und 1988 den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum innehatte, war es ihm sein wahrscheinlich größtes Anliegen, die Bedeutung der modernen Kunst sowohl innerhalb seines Faches als auch an der Universität zu stärken. In seinen Arbeiten entwickelte er neue Perspektiven für die Interpretation von Kunstobjekten wie Bildern, indem er den Betrachter, die Betrachterin zur aktiven Interpretation des Gesehenen aufforderte. Max Imdahl sprach sich dafür aus, verschiedene Sichtweisen als gleichberechtigt anzusehen und sie damit nicht nur zu tolerieren. Wie Agnes Bube schrieb, gewinnt dieser offene Umgang mit Kunst in unserer vielfältigen Gesellschaft mit ihrer Pluralität an Lebensstilen, Anschauungsformen und Wirklichkeitsentwürfen heute wieder stark an Bedeutung. Heterogene Gesellschaften, die sich zudem in tiefgreifenden Wandlungsprozessen befinden, werden aber nicht nur in der Kunst, sondern auch in den sichtbaren Ritualen, Symbolen und Institutionen von Staat und Gesellschaft vielschichtige Bedeutungsdimensionen entdecken und ihnen ebenso neue zuschreiben. Sehr geehrter Herr Gauck, Ihre Übernahme der Max-Imdahl-Gastprofessur fällt augenscheinlich in eine solche Phase, in der die Menschen die komplexen Sinnschichten,
des derzeit Sichtbaren und Erfahrbaren zu erschließen und sprachlich zu erfassen versuchen. In einem solchen Prozess bedarf es Personen, die in ihrem Denken und Handeln die unterschiedlichen Deutungs- und Wahrnehmungsmuster innerhalb der Gesellschaft miteinander in Verbindung setzen und damit die Sprechfähigkeit einer Gesellschaft erhalten. Einer Sprechfähigkeit, die zu den fundamentalen Existenzgrundlagen einer jeden freien Gesellschaft gehört. Zweifellos zählen Sie, Herr Gauck, zu diesen Persönlichkeiten. Es ist mir daher eine große Freude und eine große Ehre, Sie auch im Namen der Fakultät für Geschichtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum begrüßen zu dürfen. Unsere Fakultät wird sich in den nächsten Jahren verstärkt mit historischen und zeitgenössischen Transformations- und Krisenphänomenen beschäftigen, nicht zuletzt, um auch zur Sprechfähigkeit der Wissenschaft mit und innerhalb der Gesellschaft und Politik einen Beitrag zu leisten. Daher freuen wir uns sehr, mit Ihnen in einen intensiven Gedankenaustausch über die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu treten. Sehr geehrter Herr Gauck, auch in diesem Sinne herzlich willkommen an der Universität und unserer Fakultät. Tja, wie schön wäre das, wenn wir jetzt mit dieser herrlichen Orgel ein Konzert hören könnten. Aber es will gearbeitet sein. Magnifizenz, Spektabilitäten, lieber Professor Faulenbach, Bundesvorsitzender von Gegen Vergessen für Demokratie, liebe Rektoren, Spektabilitäten, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ganz herzlichen Dank für diese Ehrung, die Sie mir zuteil werden lassen, indem Sie mir diese Max-Imdal-Gastprofessur verleihen. Ich freue mich darüber. Sie haben schon erwähnt, dass ich gelegentlich geehrt wurde, aber im universitären Bereich geehrt zu werden, ist für mich immer etwas besonders Schönes. Einige Studierende sind, glaube ich, anwesend und denen werde ich jetzt sagen, wissen Sie, mein Studium war nicht besonders toll. Ich brauchte etwas längere Zeit, um von der Uni wegzukommen. Falls Sie zu jenem Personenkreis gehören, seien Sie getröstet, es kann hinterher noch was passieren. Okay. Lieber Herr Professor Schölmerich, Herr Professor Koller, das war wunderbar, wie Sie mich gewürdigt haben. Es hat mich ein bisschen beschämt, aber natürlich auch gefreut, weil ja vieles von dem richtig war, was Sie da vorgetragen haben. Ich bin also gerne zu Ihnen gekommen, natürlich auch, weil ich weiß, dass ich hier willkommen bin. Und ich habe mich gerne erinnert an den schon erwähnten Besuch, als ich Präsident war und hier mit Ihnen das 50-jährige Bestehen der Ruhr-Universität feiern konnte. Und seit dem Jubiläum ist nun einiges passiert. Unter anderem hat es ja die Ruhr-Universität wieder geschafft in die Endrunde des Wettbewerbs für Exzellenzstrategie. Ein Erfolg. Und mit Interesse habe ich auch gesehen, dass es zahlreiche neue Impulse gibt, dafür aus der Universität heraus Gründungen zu unterstützen, die Treiber der Entwicklung hier in der Region Ruhr sind. Sie sind hier offenkundig in den letzten Jahren ein echter, wichtiger Impulsgeber geworden. Schon 2015 habe ich an Max Imdal erinnert, als einen der namhaften Gelehrten dieser Universität, wie auch an Hans Mommsen, Hermann Lüppe oder Kurt Flasch etwa. Schon damals habe ich meinen Respekt etwa für die junge, aber bedeutende Wirkungsgeschichte einer Hochschulneugründung hier am Ort, wo früher Kohle und Stahl dominierten, ausgedrückt. Und meine Sympathie für das Konzept, soziale Hürden im Unisystem so niedrig wie möglich zu halten. Die Ruhr-Universität ist ein gutes Beispiel dafür, dass und wie Veränderungen gestaltbar sind, wenn es richtig angegangen wird.
etwa der Weg vom Kohle- und Stahlstandort Ruhr zum Wissenschaftsstandort. Sicher ist die Ruhr-Uni und ihre Stadt Bochum aber auch ein Beispiel dafür, wie es gelingen kann, einerseits Lösungswege für Probleme zu beschreiten und dabei andererseits doch auszuhalten, dass selbst die beste Lösung ja nicht alle Problemlagen dauerhaft beseitigt. Und selbst der größte Wurf, und diese Universitätsgründung war ja ein großer Wurf, keine letzten Antworten gibt. Vielleicht spüren Sie schon, dass sich die Ruhr-Universität und mit ihr alle Konzeptionen des Strukturwandels hier soeben als eine Art Metapher verwendet habe für Widerspruchslagen, die unsere Gesellschaft durchziehen. Diese Widerspruchslagen sind nicht neu, treten aber in den Diskursen unserer Zeit besonders offen zutage. Wenn wir dies anschauen, sind wir mittendrin in den Gedanken, die ich zu meinem Thema, die plurale Gesellschaft, Gewinn und Verunsicherung, mit Ihnen debattieren möchte. Was meine ich damit? Unsere Gesellschaft wird heute immer pluraler, immer vielfältiger. Ich nenne nur die Bereiche von Religionen, Ethnien, Geschlechteridentitäten und Rollenverständnissen in Familie und Arbeitswelt. So haben wir uns in den letzten Jahrzehnten an die Herausbildung der verschiedensten Lebensformen gewöhnt. Unterschiedliche Formen von Lebenspartnerschaften werden akzeptiert, ebenso wie die Diversität im Bereich der Geschlechterorientierung. Religiöse Diversität existiert neben nicht diskriminiertem Agnostizismus und kulturelle Vielfalt gilt als selbstverständlich. Eine völlig homogene Gesellschaft hat es zwar eigentlich nie gegeben, weil es immer Unterschiede gab zwischen Mann und Frau, Arm und Reich, Einheimischen und Zugewanderten und dergleichen mehr. Aber in den Nationalstaaten hatten sich früher doch Narrative herausgebildet, die Menschen miteinander verbunden haben, auch wenn sie sich persönlich gar nicht kannten. Die Unterschiede traten zurück, das Gemeinsame überwog. Etwa dieselbe Hautfarbe, dieselbe Religion, dieselben Sitten. Aufgrund der Ähnlichkeiten erkennen dann Menschen im anderen sich selbst und fühlen sich der Gemeinschaft auf eine nicht hinterfragte, eher selbstverständliche Art zugehörig. In diese als homogen empfundene Welt wuchs man damals einfach hinein. Ihr gehörte man ganz direkt an, sie wurde selbstverständlich Teil der eigenen Identität. Es war eine Welt der gefühlt Gleichen. So haben unsere Vorfahren und die Älteren unter uns ihren alten Nationalstaat wahrscheinlich in Erinnerung. Das hat sich nun gründlich geändert. Heute bilden zum Beispiel Migrantenkinder in den Großstädten die Mehrheit in den Grundschulklassen. Einige Sprecher und Moderatoren im Fernsehen stammen aus der Türkei, dem Iran, dem Irak. Jüngst ist ein Politiker türkischer Herkunft Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt geworden und vor ihm waren andere Frauen und Männer mit ausländischen Familiennamen Mitglieder in Parlamenten und Regierungen dieser Republik geworden. Heute sind die Muttersprachen und Religionen verschieden. Ebenso oftmals auch die Emotionen zu denselben Ereignissen. Die Pluralisierung hat die ethnische und religiöse Zusammensetzung der Nation verändert. Traditionelle Milieus, etwa im Bürgertum oder auch unter den gläubigen Christen, nicht nur dort, sind in hohem Maß erodiert. Wir leben zwar zusammen in einer Nation, aber wohl nicht mehr oder ziemlich wenig in einer Welt der gefühlt Gleichen. Es macht nämlich durchaus Mühe, ein neues, alles verbindende Wir zu schaffen. Dabei sind wir und wir wissen nicht, wann und wie intensiv es uns gelingen wird. Aus dieser in den letzten Jahrzehnten gewachsenen Vielfalt hat sich in den Demokratien nun schrittweise eine deutlichere Artikulation
der jeweiligen gruppenbezogenen Interessen, Prägungen und Glaubensinhalte ergeben. Je freier und liberaler die Gesellschaft wurde, desto ausgeprägter. Ein gesellschaftlicher oder politischer Zwang zu Homogenität, wie er zuvor existierte, ist den liberalen Demokratien wesensfremd geworden. Ihr Kennzeichen wurde Pluralismus. Die Behauptung einer hegemonialen Kultur wurde verworfen. Unterschiedliches existierte zunehmend gleichberechtigt nebeneinander. Für alle Menschen, die ihre politischen, sozialen oder kulturellen Identitäten nicht oder nur eingeschränkt leben konnten, ist die Existenz einer freien und pluralen Gesellschaft ein lebensverändernder Gewinn. Warum aber entstehen in Gesellschaften, die infolge einer aufklärerischen Politik einen so grundsätzlichen Gewinn errungen haben, retardierende oder gar Gegenbewegungen? Lassen Sie mich diese Entwicklung einmal beispielhaft am Beispiel des demokratischen Wandels demonstrieren. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten haben sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs stark homogene Nationen in stark heterogene Nationen verwandelt. In Großbritannien beispielsweise lag die Zahl der Einwohner aus einer ethnischen Minderheit in den 50er Jahren bei wenigen 10.000, heute sind es 8 Millionen. Das ethnisch recht homogene Westdeutschland begrüßte 1964 den millionsten Gastarbeiter, wie man es damals nannte. Bis 2017 stieg die Zahl der Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund in Gesamtdeutschland auf gut 19 Millionen. Damit bilden sie mit etwa 23% einen stärkeren Anteil an der Bevölkerung als die Ostdeutschen. In relativ kurzer Zeit hat sich also ein relativ starker Wandel vollzogen, in den die Ostdeutschen allerdings erst seit 1990 einbezogen sind. Wir wissen aus soziologischen Studien, dass Fremde und Fremdes zunächst einmal Befremden auslösen. Das ist eine anthropologische Konstante. Pluralität ruft also, wenn sie Unbekanntes umfasst, erst einmal Skepsis und Misstrauen hervor. Und so lässt sich denn auch eine Verbindung herstellen zwischen der starken Einwanderung der Jahre 2015 und 2016 und einer durchgehenden Zunahme von Abwehr gegenüber Migranten in allen europäischen Ländern. Populisten konnten mit fremden Angst und offen ausländerfeindlichen Parolen erhebliche Punkte sammeln und ihre bis dahin größten Wahlerfolge einfahren. In Deutschland schafften sie mit teils zweistelligen Wahlergebnissen den Sprung in Bundes- und Landesparlamente. Der Politikwissenschaftler Jascha Munk sprach von einer Rebellion gegen den Pluralismus. Ich bin hier ja in Nordrhein-Westfalen und eben fällt mir ein, Sie haben hier tatsächlich eine große Universitätsstadt, die in besonderer Weise herausragend ist in diesem Zusammenhang. Es ist die Stadt Münster. Erinnern Sie sich? AfD unter 5%. Will ich immerhin erinnern, dass so etwas möglich ist. Rebellion gegen den Pluralismus. Was an diesem Beispiel erkennbar wird, gilt allgemein. Regelmäßig erscheint in den Gesellschaften der Moderne ein Teil der Öffentlichkeit Moderne kritisch. Der Wandel ist für sie Bedrohung. Für einige Menschen etwa ist die Migration Anlass zur Sorge, ob ihre soziale Sicherheit auch in Zukunft gewährleistet sei, wenn billige Arbeitsplätze ins Land kommen. Für andere sind fremde Kulturen oder Religionen bedrohlich, weil sich alte Eindeutigkeiten auflösen und in ihnen das Gefühl der Entheimatung Raum greift. Und wer Bedrohung spürt, reagiert mit Angst und aus Angst heraus mit Abwehr und oftmals Aggression. Manche, vor allem in kleinen Nationen, fürchten sogar eine angeblich durch Migration ausgelöste Überfremdung oder gar Umvolkung
und den damit unter Umständen verbundenen Untergang des eigenen Volkes. Wien dürfe nicht Istanbul werden, warnte etwa der ehemalige Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Das Autoritäre ist also weiterhin lebendig und vielerorts sogar auf dem Vormarsch, sogar in einer stabilen Demokratie wie unserer. Und erst recht in den anderen Teilen der Welt existieren Teile der Bevölkerung, die ausdrücklich eine autoritäre Regierungsform bejahen. Autoritäres Denken will Eindeutigkeit. Autoritäres Denken befreit von Ambivalenz. Und so wollen sich Menschen mit autoritärer Disposition starken Personen unterordnen, um sich von der Last der Mehrdeutigkeit und der Pluralität, auch von der Last der Eigenverantwortung, möchte ich hinzufügen, zu befreien. Ich will hier einen kleinen Exkurs machen. Es ist schon erwähnt worden, dass ich vor einiger Zeit ein Buch über Toleranz gemacht habe. Und in diesem Buch nehme ich Studien aus dem angelsächsischen Raum auf, die herkommen von einem Studieninhalt aus der Zeit der Frankfurter Schule, als die Vertreter der Frankfurter Schule emigriert waren und über den autoritären Charakter forschten. Die nächste Forschergeneration fand Charakter keine gute wissenschaftliche Kategorie und fragte nach autoritären Dispositionen in einer Gesellschaft. Man hat dies durch Verfahren, die ich jetzt nicht weiter erläutern kann, aus Zeitgründen, herausbekommen und hat ganz gute Kriterien entwickelt, um herauszubekommen, wie definieren sich Menschen selbst als so ausgestattet mit einer autoritären Disposition. Und man hat festgestellt, dass in 28 untersuchten europäischen Staaten 33% der Menschen ausgestattet sind mit dieser Verfasstheit. In den Vereinigten Staaten sind es 44%. Und die Autoren dieser Studien, insbesondere die Australierin Karen Stanner, sagen nun, nehmt diese Befunde mal zur Kenntnis, jetzt nochmal fürs deutsche Publikum, mit dem Begriff autoritär, der ist ja bei uns eindeutig pejorativ konnotiert, sind die dort anders offener umgegangen. Sie meinen das nicht pejorativ, sondern als eine kernkonservative Verfasstheit. Und Karen Stanner ermahnt die Rezipienten dieser Studien, sehen Sie das bitte nicht als ein intrinsisches Übel an, sondern es ist erstmal ein wertfrei erhoben, so sind Menschen, die existieren, ohne dass sie schon Feinde der Demokratie sind, in einer Furcht vor dem Wandel, wo andere Glück und Ermöglichung sehen. Ihnen ist Sicherheit wesentlich wichtiger als Freiheit, klare Führung wichtiger als eine Diskurslandschaft, Streit, Debatte, Konflikt, all das bereitet Ihnen Schwierigkeiten und Sie möchten gerne in einer Sicherheit gehalten werden, die Ihnen den Wandel, den Sie fürchten, erspart. Aus diesem Lager, so könnten wir nun extrapolieren, kann sich Gutes entwickeln, wenn Menschen sich entschließen, so, wenn sie so gestrickt sind, ein wertkonservatives Konzept zu leben und gute Traditionen am Leben zu erhalten. Das ist für jede Gesellschaft ein nützliches Angebot. Und es kann sich etwas Negatives entwickeln, wenn restaurative, reaktionäre oder gar aggressive Inhalte aus Wut und Zorn gegenüber dem Wandel dominieren. Wichtig für uns heißt also zu erkennen, dass es eine normale Entwicklung, dass in Zeiten forcierten Wandels, also zum Beispiel in Zeiten, wo mehr Zuwanderung, mehr Pluralität erzeugt, dass in solchen Zeiten auch so etwas wie eine natürliche Gegenreaktion existiert, die noch nicht in toto vom Übel ist. Schaut man genauer hin, stellt sich heraus, dass eine derartige Schlussfolgerung, dass praktisch jetzt, wenn wir mehr Diversität haben, die Populisten automatisch Erfolg haben, auch wieder nicht trägt. Wir sehen etwa in Universitätsstädten Bremen, Köln, Stuttgart, Hamburg, sicher auch hier, wo viele junge und gut ausgebildete Menschen leben und wohnen,
seit längerem, wo auch seit längerem eine ethnisch gemischte Bevölkerung ganz normal existiert, dort haben die Menschen in aller Regel eine relativ positive Haltung gegenüber der Einwanderung entwickelt. Pluralität erschreckt sie nicht, oder besser, erschreckt sie nicht mehr. Diese Stadtbewohner haben nämlich erfahren, dass Vielfalt nicht bedrohlich sein und dass das eigene nicht eingeschränkt werden muss. Dass Vielfalt die eigene Lebenswelt sogar erweitern und bereichern kann. Das kann man mit banalen und komplexen Beispielen vielfach belegen. Ethnische und religiöse Pluralität gehört dort also zum normalen Alltag. Jedenfalls konnten die Populisten etwa in Stuttgart, Bremen oder Köln, und ich habe noch eine andere Stadt genannt, trotz hoher Ausländeranteile nicht reüssieren. Und nicht vergessen, in ganz Deutschland fanden sich 2015 ja auch Zehntausende von Menschen, denen Offenheit und Aufnahmebereitschaft wichtiger waren als die Abschottungsparolen und Abwehrstrategien von Populisten und ihren Anhängern. Die Haltung gegenüber der Einwanderung ist also, und das müssen wir als normal empfinden, ambivalent. Und die Angst vor Einwanderung scheint nicht in erster Linie von der Höhe und der Anwesenheit von Einwanderern abhängig zu sein. Populisten feierten nämlich umgekehrt dort ihre größten Triumphe, wo eine Bevölkerung erstmals mit Einwanderern konfrontiert wurde. So wie das in den neuen Bundesländern geschah oder etwa in Ungarn oder in Polen. Angst und Abwehr resultieren hier offenkundig aus einem verunsicherten Ich und aus mangelnder Erfahrung bzw. fehlender Gewöhnung. Der regelmäßige Kontakt mit Migranten hingegen baut Fremdheit, Vorurteile und Ängste ab. Oder ich muss hinzufügen, die entstehenden tatsächlichen Probleme werden in ihrer wirklichen Dimension und nicht in einer überhöhten und überbordenden Weise realisiert. Ich nenne ein Beispiel weit weg von Deutschland und schaue in die Vereinigten Staaten, in den Bundesstaat Kalifornien. Kalifornien hat auf einen rapide ansteigenden Anteil von Ausländern zunächst vor etlichen Jahrzehnten mit gesetzlichen Restriktionen reagiert, illegale Einwanderer etwa von Sozialleistungen ausgeschlossen und zweisprachigen Unterricht an den Schulen untersagt. Seit der Jahrtausendwende aber hat sich der Trend umgekehrt. Angehörige ethnischer Minderheiten sind in Kalifornien inzwischen die Mehrheit. Einige Gesetze wurden revidiert. Kalifornien zählt heute zu den tolerantesten Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten. Ich habe so ausführlich über Migration gesprochen, weil sich hier exemplarisch zeigt, dass die Akzeptanz von Pluralität nicht zwangsläufig sein muss, aber dass sie durch Gewöhnung entstehen kann. Diese Gewöhnung vollzieht sich oft ohne Programm. Die Dinge ereignen sich einfach und rücken dem Einzelnen nahe, so wie in der Stadtlandschaft der Pizzaladen und der Dönerimbiss eröffnen. Sie sind einfach da und keiner will irgendwann mal mehr den Kaffee aus einer ostdeutschen Gaststätte trinken. Wo allerdings, wie in den neuen Bundesländern und in den osteuropäischen Staaten, keine oder nur sehr wenige Lernfelder im Umgang mit Migranten herrschen, bleibt die diffuse Angst gegenüber dem Fremden bestimmend. An dieser Stelle begegnet uns ein Aspekt, der vielfach unterschätzt wird. Oft herrscht das Missverständnis, das Neue käme zum Alten einfach hinzu. Eine plurale Gesellschaft sei mithin eine Addition von Verschiedenen. Als Addition von Verschiedenen aber würden sich genau jene Parallelgesellschaften herausbilden, die wir, wie ich denke, zu Recht ablehnen und zu verhindern trachten. Denn dann würde eine Gesellschaft völlig erodieren. Eine plurale Gesellschaft kann sich aber auch nicht dadurch auszeichnen, dass die Neuen und Schwachen sich den Alten und Starken einfach unterordnen. Das wäre Assimilation
Und das bedeutet in der Regel Selbstaufgabe. Wer in eine neue Gesellschaft eintritt, bringt alte Identitäten mit, die er zumindest zeitweilig beibehält und die auch auf andere ausstrahlen. Deshalb, sagt etwa die Philosophin Isolde Charim, verändert die Pluralisierung uns alle. Zitat: Man kann heute nicht mehr dieselbe Art Deutscher oder Österreicher sein wie früher. Keiner kann heute seine Kultur noch so leben, als ob es keine Kultur daneben gäbe. Heute gibt es keine Zugehörigkeit, die ihre Selbstverständlichkeit nicht gegen andere Selbstverständlichkeiten behaupten muss. Zitat Ende. Dies zu begreifen, empfinden viele Menschen allerdings nun als Zumutung. Zumal sich die Ängste aufgrund von Migration vielfach verbinden mit der Verunsicherung, die durch mehrere Faktoren gleichzeitig ausgelöst wird. Und von diesen Faktoren will ich hier kurz reden. Denken Sie daran, was die Menschen zurzeit bewegt. Es sind die Globalisierungsprobleme. Nicht alle sind Gewinner. Es ist die Digitalisierung mit der immer stärkeren und schnelleren Entwicklung künstlicher Intelligenz. Es ist die Biotechnologie. Für den Durchschnittsbürger stellt sich diese Umgestaltung und damit die verbundene Pluralisierung von Arbeitswelt, Informationswelt und sozialen Beziehungen als Gewinn heraus, wenn er zu jenem Bevölkerungsteil gehört, der über Fremdsprachen verfügt, in der neuen IT-Welt zu Hause ist, sich schnell umorientieren kann und gerne etwas Neues beginnt. Bei vielen anderen aber, die nicht zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören, sind die Angst vor dem sozialen Abstieg und eine diffuse Skepsis gegenüber der Zukunft eingekehrt, selbst wenn es ihnen augenblicklich noch gut geht. Es gibt wirklich ein groteskes Missverhältnis zwischen dem Wohlstand, den die und der Sicherheit, in dem dieses Land tatsächlich existiert. Dafür gibt es wirklich harte Belege und gleichzeitig dem Lebensgefühl, das unsere Landsleute mehrheitlich teilen. Noch andere, wie etwa die Arbeiter in Amerikas Rustbelt oder die Gelbwesten in Frankreich, sind bereits von den negativen Seiten der Globalisierung und Digitalisierung erfasst. Natürlich, es gibt ganz zweifellos Verlierer durch die Moderne, die sich ungestüm ihren Weg bahnt und große Teile trotz vieler Möglichkeiten ratlos und verschüchtert zurücklässt. Es stimmt zwar, und diejenigen, die sich für Geschichte interessieren, wissen es, können es belegen, die Menschheit ist nicht zum ersten Mal in einer Schwellensituation vor so einem technologischen Wandel etwa. Ich denke an den Beginn des Maschinenzeitalters. So schickte beispielsweise der französische König 1830 einen Ingenieur nach England. Dort gab es eine sensationelle Erfindung zu besichtigen, den Dampfzug. Also der Ingenieur fuhr rüber und betrachtete sorgfältig den Zug, der Fahrgäste damals zwischen Manchester und Liverpool beförderte. Dann rechnete er seine Beobachtungen gewissenhaft durch und schrieb nach Paris, Zitat: Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, es kann nicht funktionieren. Zitat Ende. Damals wie heute fällt es schwer, sich einzugestehen, dass das bisherige Verständnis von der Welt nicht mehr zu halten ist. Es fällt schwer zuzugeben, es gibt noch eine Wahrheit hinter der Wahrheit, die wir jetzt erkennen. Und es gibt sie in so verschiedenen Bereichen und in so umfassender Weise, beim Klimawandel, bei der künstlichen Intelligenz, in der Genforschung, dass eine tiefe, tiefe Verunsicherung Einzug gehalten hat. Es ist etwas ins Rutschen gekommen und wir wissen nicht, was unangetastet bleibt und wo sich überhaupt noch Sicherheit bietet. Wir wissen nicht, wie unser Menschenbild in 30 Jahren sein wird. Wenn sich dann erweist, dass eine Regierung oder gar die liberale Demokratie den Überblick und die Planungsfestigkeit verliert oder dass es ihr an Entschiedenheit mangelt, die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung
durch glaubhafte und effektive Politik zu reduzieren, dann geraten nicht nur die Regierungen, sondern auch das sie tragende liberale demokratische System massiv unter Rechtfertigungsdruck. 41% der Westdeutschen und rund 57% der Ostdeutschen sind der Meinung, unser Staat sei weniger handlungsfähig und eher schwach, wie eine ganz junge Allensbach-Umfrage ergab. Menschen schätzen Freiheit und Offenheit, solange sie sich sicher fühlen. So hat es der jetzt scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk immer wieder erklärt. Wenn die liberalen Demokratien es nicht schaffen, ihren Bürgern das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, ist das Erstarken von Populisten, Nationalisten und Autokraten nahezu zwangsläufig. Dann wenden sich die Wähler Führern zu, die einfache Lösungen und effektives Handeln versprechen und unter Umständen tatsächlich durchsetzen, weil sie, etwa wie in Ungarn oder Polen, Rechte der Bürger missachten oder unabhängige Institutionen begrenzen oder ausschalten. Ich beobachte, dass sich in unserem Land selbst bei Menschen, die keiner autoritären Ideologie verdächtigt werden können, ein Unwillen gegenüber unserer Demokratie eingeschlichen hat. Denn unser liberales, demokratisches System enthält so etwas wie eine systembedingte demokratische Langsamkeit. Wichtige Infrastrukturprojekte zum Beispiel werden mitunter etwa durch endlose Eingaben von Bürgern verzögert, manchmal auch verhindert. Langfristige strategische Planungen können sogar aus Angst vor dem Unmut von Wählergruppen oder aufgrund einer opportunistischen Anpassung an einen durch Umfragen ermittelten Wählerwillen einfach unterbleiben. Der Pluralismus als Mittel zum Aushandeln gesellschaftlicher Konflikte wird in solchen Fällen dann leicht als Hindernis empfunden. Hindernis eben, besser und schneller auf anstehende Problemlagen zu reagieren. Mitwirkungsmöglichkeiten, einst mühsam in demokratischen Auseinandersetzungen errungen, erscheinen vielen dann nicht mehr als Gewinn, sondern als Belastung. Ich hörte schon von deutschen Wirtschaftsvertretern zum Beispiel voller Neid, dass sie nach China schauen und dort auf chinesische Bauvorhaben blicken. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn ich in Berlin auf den Bau des Flughafens schaue. Klammer zu, steht nicht im Manuskript. Also dort geschieht eben alles in Windeseile. Man braucht ja auch keine große Bürgerbeteiligung und Umwelt- und Arbeitssicherheitsgesetze sind auch nicht gerade besonders ausgefeilt und eine permanente öffentliche Hinterfragung gibt es ohnehin nicht. Dann kann es natürlich sehr schnell gehen. Wollen wir das? Und bei so manch engagiertem Umweltschützer, ich nenne mal ein ganz positiv besetztes Thema, enorm wichtiges Thema, gewinnt man bei genauerem Hinsehen auch den Eindruck, er wünsche sich einsichtige politische Führer, die endlich im Hauruck das Rad der Geschichte bewegen, statt beim Klimaschutz angeblich nur kompromisshaftes Klein-Klein zu liefern. Ein weiteres Beispiel für das mangelnde Verständnis gegenüber Aushandlungsprozessen, gegenüber dem Begriff des Kompromisses. Man kann natürlich durchaus weitere Beispiele nennen für das Unverständnis, durchaus auch für die Verachtung dafür, dass sich eine auf Pluralismus basierende liberale Demokratie den langwierigen Verfahren des Rechtsstaats unterzuordnen hat, dass sie mitunter lange debattiert, mitunter langsam entscheidet, mitunter auch nur Zwischenschritte erreicht, dass sie einen permanenten Dialog zwischen den Generationen, Kulturen und Milieus erfordert, wie Sie, Herr Professor Schölmerich, es in Ihrer Laudatio als eins meiner Themenschwerpunkte beschrieben haben. Unsere Demokratie erlaubt der Mehrheit politisches Handeln, aber sie gibt dieser Mehrheit nicht freie Hand im Sinne einer Hegemonie. Sie garantiert Minderheitenrechte, selbst dann,
wenn sich die Mehrheit ganz sicher ist, Recht zu haben. Einen einheitlichen Volkswillen gibt es in unserer liberalen Demokratie nicht. Und tatsächlich bietet der Pluralismus die Chance, dass die verschiedenen Aspekte eines Problems abgewogen und unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden. Deswegen können wir in der Regel auch darauf hoffen, dass Kompromisse, wie sie am Ende einer öffentlichen Auseinandersetzung und Reflexion stehen, dann auch von denen mitgetragen werden, die in der Mehrheitsentscheidung unterlegen sind. Dort hingegen, wo der Interessenaustausch unterbleibt und die Entscheidungen schneller, aber einsamer, vielleicht sogar per Twitter, getroffen werden, da öffnet sich ein Weg für Autokraten. Autokraten, so erläutert es der Politikwissenschaftler Herfried Münkler am Beispiel von Donald Trump, produzieren Zeitdruck, um so die Agenturen der politischen Reflexivität, nämlich unabhängige Gerichte, kritische Presse, engagierte Zivilgesellschaft, ausschalten und ihren Willen zu dem des Volkes erklären zu können. Zitat Ende. Übrigens, es gibt ja weltweit wahrlich schlimmere politische Erscheinungen als Donald Trump, obwohl es genügend Gründe gibt, uns über ihn aufzuregen. Aber so ganz nebenbei stellen wir fest, around the world gibt es Menschen, die wir durchaus mehr fürchten müssen. Aber wir mögen nicht, wenn in unserer gefestigten Demokratie Anzeichen entstehen dafür, dass sie möglicherweise obsolet sein könnte. Darum schauen wir auch auf die Entwicklungen, die am Rande Europas geschehen. Deshalb habe ich Namen wie Polen oder Ungarn hier eingeführt. Deshalb auch dieser Blick über den Atlantik. Ich gestehe, wenn unter anderem auch der Pluralismus dazu führt, dass dringliche politische Entscheidungen nicht oder sehr spät getroffen werden, wenn der Rechtsstaat, einst gedacht zum Schutz bürgerlicher Freiheitsrechte und erhöhter bürgerlicher Teilhabechancen, wenn er aufgrund der vielen Einspruchsmöglichkeiten immer öfter zum Instrument von Bürgern zur Verhinderung oder Verzögerung von Projekten wird, die schon demokratisch abgesegnet sind, dann sind Pluralismus und demokratisches Regierungshandeln nicht mehr in der richtigen Balance. Dann kann auch Pluralismus mit zu einem Vollzugsdefizit beitragen, das etwa der italienische Politiktheoretiker Danilo Solo für ebenso gefährlich erachtet wie einen Machtmissbrauch und ihn eine Neubewertung von demokratischer Teilhabe vorschlagen ließ. Zitat: Die Entlastung des politischen Systems von einem Übermaß an Demokratie kann als die strukturelle Bedingung für das Überleben der Demokratie selbst dargestellt werden. Eine These, die wahrscheinlich diskussionswürdig ist, aber die wir immerhin zur Kenntnis nehmen sollten. Denn, das wäre ja eine Folge dieses Gedankengangs, eine zu weitgehende Berücksichtigung von Interessen kleiner und kleinster Gruppen kann dann dazu führen, dass die anstehenden großen Herausforderungen nicht effektiv angegangen und gelöst werden können. Das Bemühen, auch noch kleinen und kleinsten Gruppen Teilhabe und Mitsprache zu ermöglichen, wirft noch eine weitere Schwierigkeit auf. Wenn eine Gesellschaft zu plural, zu divers zu werden scheint, fühlt sich, ich sagte es bereits, ein Teil der Bürger in dem eigenen Lebensbereich nicht mehr zu Hause. Wenn etwa die Progressiven in ihrer Sensibilität gegenüber Diskriminierung und ihrer Sorge um zum Teil sehr kleine Minderheiten sehr weit vorauseilen, drohen sie den Kontakt zu Mehrheiten zu verlieren. Insofern ist Populismus nicht zuletzt Antwort auf eine überbordende Pluralität. Das ist breit diskutiert worden im Falle der Vereinigten Staaten, wenn man sich fragt,
wie viele Gründe gibt es, dass die Trump-Wähler so zahlreich sind und wie stark ist das Auseinanderfallen der Gesellschaft von den Ostküsten und kalifornischen Universitäten hin zu den Menschen, die in der Mitte Amerikas leben. Die liberale Demokratie hat mit der Pluralität zwar möglichst vielen Individuen und Gruppen Anerkennung und Teilhabe verschafft, hat aber mit einem gruppenzentrierten Fortschrittsmodell auch Gegner auf den Plan gerufen. Der Wahlsieg von Trump, ich erwähnte es, ist eben auch Teil einer kulturellen Entfremdung zwischen den Milieus. Eine Gefahr für die Pluralität geht aber noch von einer anderen Seite aus. In den Medien, besonders aber an den Hochschulen, erleben wir gelegentlich, nicht überall, einen zunehmenden Druck, den Sprachregeln und dem Gesinnungskanon einer moralisch aufgeladenen, wenn auch kleinen Gruppe der Studentenschaft zu folgen. Was mit besten Absichten begann und den Respekt für alle, einschließlich der Minderheiten, forderte, kann zu einer Beschneidung der Freiheit anderer werden. Ich verweise auf die Debatten an den amerikanischen Universitäten. Wer sich als Angehöriger einer Minderheit beleidigt fühlt oder wer glaubt, durch literarische oder wissenschaftliche Inhalte traumatisiert zu werden, beansprucht das Recht, verstörende Inhalte und Personen aus dem Lehrbetrieb fernzuhalten. Dann wird die Moral der Guten zur Stimme von Opfern, die selbst bestimmen wollen, welchen Debatten sie sich aussetzen und eben nicht aussetzen wollen. So können dann, meine Damen und Herren, aus liberalen Anhängern einer offenen Gesellschaft illiberale Rechthaber werden, die den pluralen Meinungsaustausch einschränken. So können Intellektuelle, die angeblich im Namen des Guten auftreten, unter Umständen sogar Exekutoren einer demokratiefeindlichen Beschneidung der Wissenschaftsfreiheit werden. Glücklicherweise haben wir in Deutschland keine Zustände wie an den amerikanischen Universitäten, aber mich hat doch eine Umfrage erschreckt, die kürzlich unter Politologie- und Soziologiestudenten an der Frankfurter Universität durchgeführt wurde. Ein Drittel bis über die Hälfte der Befragten war entschieden dagegen, Menschen mit kontroversen Standpunkten an der Universität reden zu lassen. Andere plädierten sogar dafür, umstrittene Bücher aus der Universitätsbibliothek zu verbannen und ihre Autoren an der Lehrtätigkeit zu hindern. Wenn aber jene, die meinen, im Besitz der Wahrheit zu sehen, auf diese Weise ein Monopol ihrer Ansichten im öffentlichen Raum durchzusetzen versuchen, wo, so frage ich mich, findet dann noch ein echter wissenschaftlicher Disput statt? Wo bleiben dann Pluralität und Demokratie? Und wo, wenn nicht im universitären Raum, soll der Streit um das bessere Argument denn eigentlich ausgetragen werden? Mir fällt in diesem Kontext der große liberale Philosoph John Stuart Mill ein. Schon vor gut 150 Jahren hatte er darauf verwiesen, dass Freiheit nicht nur durch staatliche Behörden eingeschränkt werden kann. Wenn die Gesellschaft unvernünftige Regeln erlässt, so Mill, dann übt sie eine, Zitat, soziale Tyrannei aus, die sogar fürchterlicher sein kann als eine Unterdrückung des Staates. Ihr stehen zwar weniger Strafen zur Verfügung, aber dafür kann sie die Menschen psychisch stärker verletzen. Daher brauchen die Bürger nach Mill einen Schutz auch gegen, Zitat, die Tyrannei des vorherrschenden Meinens und Empfindens, Zitat Ende. Gegen die Tendenz einer Gesellschaft, möglichst alle Menschen mit abweichenden Meinungen zu zwingen, sich nach ihrem Modell zu formen. Im vollständigen Widerspruch zu den heutigen Verfechtern des Gesinnungsdrucks wollte Mill Freiheit also nicht einschränken, sondern umgekehrt so weit wie möglich gewähren. Nur in einem Fall ließ er die Begrenzung von Freiheit gelten, nämlich wenn sie sich zu einer, wie er sagte, Belästigung für andere entwickelt.
Wir haben dazu auch eine andere Begrifflichkeit, aber die Trennschärfe ist möglich. Sehr geehrte Damen und Herren, ob es gelingt, Menschen, so unterschiedlich sie in der Vielfalt unseres Landes sind, von den demokratischen Verfahren zu überzeugen, hängt nicht nur von Sachentscheidungen ab. Viel wird auch von Haltungen abhängen. Ein schwerer Fehler wäre es, Verunsicherungen, die durch die politische Moderne und die weiter vor sich gehende Pluralisierung unserer Welt bei manchen Menschen entstehen, pauschal zu diskreditieren. Kontraproduktiv wäre es, die Verunsicherten entweder unbeachtet zu lassen oder für ihre Vorbehalte zu demütigen, etwa als rückständig oder hinterwäldlerisch zu bezeichnen. Dann lässt in den verschiedenen Ländern sich besichtigen, wie sich Wähler für viele Arten gefühlter oder realer Nichtbeachtung oder Verächtlichmachung rächen. Sie nehmen Rache nicht nur an einer Pluralität von Lebensformen, die sie verunsichert. Rache nicht nur daran, dass sie manche Themen in der öffentlichen Wahrnehmung als überbewertet und ihre eigenen Sorgen als unterbewertet empfanden. Man könnte also sagen, an einem Mangel an Pluralismus in der Debatte. Sie nehmen auch Rache dafür, dass die Chancen der pluralen Gesellschaft ungleich verteilt sind. Dafür, dass sie das Gefühl haben, nicht mehr berücksichtigt zu werden. Bei all dem Wandel um sie herum, während andere von dem Wandel rasant profitieren. Für mich ist ganz klar, abzuurteilen oder zu verachten, was nach eigenem Geschmack altmodisch erscheint, ist nicht nur ein Angriff auf das Grundprinzip pluralistischen Denkens, es ist vor allem kein längerfristig erfolgversprechendes Konzept. Wir werden aber besondere Aufmerksamkeit brauchen für jene, die die Gewinne der offenen Gesellschaft nicht in der gleichen Weise spüren wie wir. Wir müssen jenen, die sich nach mehr Sicherheit sehnen oder mehr Risiken sehen, nicht immer folgen, aber, und das sage ich gezielt vor einem universitären Publikum, wir sollten bei unseren Bemühungen für einen Fortschritt, sei er kultureller oder ökonomischer Art, im Auge behalten, dass nicht alle Menschen im selben Tempo voranschreiten und dass sehr viele Menschen andere Themen noch dringlicher finden, als wir es vielleicht tun. Und dass sie vielleicht sogar recht haben könnten, selbst wenn sie uns kulturell fremd sind. Erkenntnis ist immer etwas, was darüber hinausgeht, was man schon begriffen hat. Das habe ich bei Max Imdahl gelesen. Ein großer Pluralismus von Meinungen und Haltungen könnte eine Voraussetzung dafür werden, dass die plurale, vielfältiger werdende Gesellschaft nicht nur den intellektuellen und politischen Leitmilieus als Gewinn erscheint, sondern dass auch die enttäuschten und gekränkten Teile der Bevölkerung ihn wieder zu achten lernen, eben als die beste Form, die ihnen als Bürgern Gelegenheit gibt, über ihr eigenes und das Schicksal ihres Landes mitzuentscheiden. Damit dies geschieht, muss ein dauerhafter Dialog mit den Teilen der Gesellschaft eröffnet werden, die von den Diskursen der Moderne nicht oder bisher nicht oder kaum erreicht werden. In der Sprache einer erschließenden Vereinfachung sind sie einzuladen, den Wandel zu begreifen und ihn mitzugestalten. Denn eins ist gewiss: Der Wandel und die weitere Pluralisierung der Gesellschaft werden uns in Zukunft begleiten. Genau das ist ja das Wesensmerkmal der offenen, pluralen Gesellschaft. Ohne eine Neu- oder Wiederbesichtigung von Themen und Positionen, ohne eine ununterbrochene Anpassung politischer, sozialer, ökonomischer, ökologischer und kultureller Aspekte an den Wandel, erstarrt Politik zur Status Quo-Pflege und die Zivilgesellschaft erstarrt zu einem Traditionsverein. Wer sich aber daran gewöhnt, den Wandel als das einzig Beständige zu sehen,
der wir die nicht als entmächtigende Bedrohung empfinden, sondern als eine Lebensform sehen, die ihm Zukunft eröffnet. Haben Sie Dank für Ihre Geduld. Lieber Herr Gauck, ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag. Ich frage mich jetzt nach diesem Beifall, ob morgen sich noch jemand traut, Fragen zu stellen. Aber Sie hoffen es mit mir. Ich darf Sie jetzt noch einladen zu einem kleinen Empfang im Foyer und freue mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Dankeschön.